Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Hi, liebe Tierfreunde. So, ich bin auf dem Weg nach St. Moritz zum nächsten Training für die Speaker-Ausbildung. Habe ich bereits letztes Jahr schon mal gemacht, aber es geht darum, immer weiter zu trainieren. Ich habe mir nebenbei ein paar Erdnüsse im Schokomantel gegönnt auf der Fahrt, weil das ist ja doch ein bisschen nervenaufreibend, so eine Fahrt, 6 Stunden, gerade nur Regen, sehr einschläfernd. Und habe dann wieder daran gedacht, ja, Schokolade und Hund, ja, eigentlich ein leidiges Thema. Und ich denke, die meisten, die haben es schon 1000 Mal gehört, aber ich bin immer wieder erschrocken und überrascht zugleich, wie oft doch Hunde mit einer Schokoladenvergiftung in der Tierarztpraxis vorgestellt werden. Gar nicht nur zu Weihnachten, wo einfach mehr Schokolade verbraucht wird, aber auch mitten im Jahr. Ich kann mich daran erinnern, dass wir gerade vor einigen Monaten einen Hund hatten. Da sagte der Besitzer am Telefon schon so etwa die Schokomenge, das Gewicht vom Hund, und ich so, oh, 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 dann schnell herkommen. Aber was ich nicht wusste, bis dann der Hund auch erbrochen hat, dass es nicht nur Schokolade war, sondern es war ein Teil Karamell und so weiter, weil der Hund hatte eine ganze Tüte Dimes gefressen. Und zwar nicht die großen, sondern die, die alle so, ja, so einen kleinen Finger lang sind oder sowas, also so 3-4 Zentimeter, und alle nochmal einzeln verpackt sind. Und das ist die große Problematik, weil dann haben wir nicht nur den Effekt der Schokolade, sondern auch des Fremdkörpers, weil wenn der Hund natürlich diese Packung, diese Einzelpackung nicht zerbeißt, dann würde halt auch das Karamell nicht unbedingt schmelzen, und wir hätten so kleine eckige Würfel im Bauch, die halt im Darm nicht weiterwandern würden. Der Hund hatte aber schön jede einzelne kleine Verpackung zerbissen. Dementsprechend hatte er beim Magen eine Riesenmenge Schokobrei. Und das sah auf dem Haufen schon sehr, sehr seltsam aus, mit wirklich ein ganzer Haufen an Daimpapieren, also diese kleinen Folien, vermischt mit Schokolade und Karamell. Von der Menge her wäre es wahrscheinlich trotzdem unschön gewesen. Nun, warum ist Schokolade eigentlich giftig für den Hund? Weil Schokolade enthält Theobromin, und das kumuliert im Körper, wirkt giftig und kann zu, ja, Leberschäden, Koma und bis hin zum Tode führen, je nach Dosis. Jetzt bin ich vor kurzem mal gefragt worden, ja, warum denn Schokolade für uns nicht giftig ist, weil es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen wie Avocado und sowas, die für den Hund giftig ist. Naja, der Hund ist ein Fleischfresser, und die Vorfahren von Menschen, die haben auch wohl auf Bäumen gelebt. Also vermutlich ist ja der Affe einer unserer Vorfahren, oder das ist das Bindeglied. Und das heißt, wir haben zwischendurch auch pflanzliche Kost genossen. Der Hund hat sich immer auf Beutetiere spezialisiert und aufs Jagen. Und so haben wir im Laufe der Evolution auch die Enzyme entwickelt, die bestimmte Giftstoffe, wie eben das Theobromin aus der Schokolade, wie, ich weiß gerade den Giftstoff die Avocado ist, glaube ich, auch genau wie die Tomate, ein Nachtschattengewächs. Auch Tomate ist ja für den Hund giftig. Das Solanin heißt es, glaube ich, das Gift. Und dort ist es einfach so, dass der Mensch deshalb Enzyme hat, um diese Gifte abzubauen. Hund und Katze haben die als Fleischfresser und Jäger eben nicht, weil die diese Stoffe nicht gewöhnt sind. Und denen fehlen dementsprechend diese Enzyme. Gerade vor Weihnachten wird es mit der Schokolade auch meistens ganz, ganz wüst, einfach weil wir dort einfach viel mehr Schokolade im Umlauf haben. Es wird überall, gibt es diese schönen Schokoteller, diese Weihnachtsteller. Dementsprechend liegt dann auch relativ viel Schokolade rum. Aber wir haben auch Hunde, die an eine Schublade gehen. Ich habe letztens auch wieder jemanden gehabt, der hatte einen Hund eine ganze Schachtel Pralinen gefressen. Der hatte dann wirklich bei uns eine ganze Lache Schokolade ausgebrochen. Und das sollte eigentlich das Ziel sein, wenn man frühzeitig merkt, dein Hund hat Schokolade gefressen oder irgendeinen anderen giftigen Stoff oder einen Giftköder oder ähnliches, dann schnell zum Tierarzt innerhalb von etwa, ja, einem Zeitfenster von 1/2 Stunde bis 1 Stunde, kann man den Hund dann erbrechen lassen. Es kommt ein bisschen darauf an, was es für ein Stoff war. Schokolade ist halt relativ schnell dünnflüssig, wird also relativ schnell in den Dünndarm weitergegeben aus dem Magen. Zeitfenster würde ich sagen 1/2 Stunde, maximal 1 Stunde.
Und dann kann der Tierarzt das sogenannte Apomorphin verabreichen. Dort ist es so, dass der Hund nach einer Injektion dann erbricht und einfach die Stoffe aus dem Magen rauskommen, ohne dass ja halt die Gefahr laufen, dass es weiter in den Dünndarm kommt und dann vom Körper reserviert wird. Selbst wenn ein Teil der Schokolade oder eines anderen Giftes bereits im Dünndarm ist, alles, was wir rausholen können, alles, was wir an Dosis minimieren können, ist von Vorteil. Deshalb im Zweifelsfall lieber immer einmal mehr brechen lassen und ja, dann schauen, dass alles rauskommt. Leider ist es nicht so, dass der Hund daraus lernt und denkt, ah, letztes Mal, als ich das gefressen habe, war mir so übel und ich musste zum Tierarzt und dann ging es mir richtig schlecht, weil ich brechen musste. Nein, der Hund lernt daraus leider nicht und lässt es nächstes Mal bleiben. Deshalb bitte weiterhin aufpassen, dass solche Sachen einfach nicht rumliegen und der Hund da keinen Zugang hat, um das zu fressen, weil viel schlimmer ist es, wenn wir es eben nicht mitbekommen und dann erst dazu kommen, wenn halt Stunden rum sind oder halt ja vielleicht schon alles zu spät ist. Also passt auf euch, auf eure Fellnasen auf. Wir sehen und hören uns im nächsten Podcast. Danke fürs Reinschauen. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wills.